Weiß gar nicht, ob er mich so gut sehen kann. Blendet auch ein bisschen. Ja, mal ein anderes Setting. Das dürften die meisten begrüßen. Mich inklusive. Warum drinnen die ganze Zeit rumliegen und nachdenken, wenn man das gleiche auch draußen machen kann? Beziehungsweise Videos machen. Ja, ist noch sozusagen das Anwesen meiner Eltern. Ich kann mal ein bisschen kurz überblenden, schwenken. Also es ist eigentlich relativ idyllisch. Da ist noch so eine Sitzbank. Und wenn wir weiterkommen, kann man das so sehen. Da ist gerade ein Apfel runtergefallen vom Nachbarn. Also wir haben hier auch einen dicken Pool, den kann man jetzt auch nicht wirklich sehen, ist auch egal. Das Video soll darum gehen, woher Energie kommt. Arnold Ehret hat das so ausgedrückt mit einer relativ einfachen Formel, dass Lebenskraft oder Lebensenergie ist gleich Kraft minus Belastung. Das sind jetzt vielleicht nicht die hundertprozentig genauen Begriffe, die er verwendet hat, aber so ist es im Prinzip. Und ja, damit ist auch klar, dass wenn jeder die gleiche Kraft hätte und gleich wenig Belastung, dann hätte jeder die gleiche Energie. Das heißt, wenn jeder einen komplett reinen Körper hätte und einen komplett reinen Geist hätte, dann hätte jeder genau dieselbe Energie und die wäre unendlich. Das ist quasi ja die gottgegebene Energie. Und weniger Energie kommt halt durch Belastung und oder durch weniger Lebenskraft, durch weniger Kraft. Also was er genau mit Kraft meint, also meiner Erfahrung nach ist das zum Beispiel, ja, Sport ist zum Beispiel so etwas, oder Stimulation oder Freude oder sowas, das erzeugt Kraft und das ist auch die allgemeine Fitness, das ist so die eigene Kraft. Und das ist halt ein Faktor und der andere Faktor ist halt, wie rein der Körper ist. Das sind halt so beide Faktoren. Und da gibt's, deswegen gibt's halt auch Leute, die halt mehr Lebensenergie haben, die gekochtes Essen oder sogar Tierprodukte essen, aber halt jeden Tag irgendwie sehr hart trainieren. Oder anderweitig sehr, sehr leidenschaftliche Dinge tun, die Kraft geben. Im Gegensatz zu manchen, die halt vielleicht frutarisch leben. Aber halt irgendwie, die meistens halt wirklich halt nur rumliegen oder ja auch gar nicht so eine krasse Leidenschaft jetzt unbedingt haben. Also das sind halt so die Faktoren und ja durch das Fasten zum Beispiel oder durch eine reinere Ernährung sinkt halt der Belastungsgrad und dadurch steigt die Energie automatisch. Warum denkt man, dass Energie von Kohlenhydraten kommt? Das ist meiner Erfahrung nach ein Irrtum. Das ist halt dieses ATP-System. Und das ATP-System ist meiner Erfahrung nach einfach ein Stimulationsmechanismus und kein Energiegebungsmechanismus. Das heißt, wie ich halt schon gesagt habe, innerhalb dieser Formel ist der Begriff Kraft und da spielt halt auch Stimulation hinein, das ist ein Kraftgeber. Und also wenn man jetzt halt diesen Begriff der Formel benutzt, Kraft halt. Und Zucker stimuliert halt und deswegen kann da dann insgesamt auch bei der Formel mehr Lebensenergie bei rauskommen, weil der Zucker stimuliert über das ATP-System. Und das ATP-System ist eigentlich ein Entgiftungsmechanismus. Also ich hatte ja gesagt, der Stimulationsmechanismus und Entgiftungsmechanismus, das hängt damit zusammen. In dem Sinne, dass zum Beispiel ist gekochte Nahrung oder halt Nahrung, die für den Körper fremd ist und daher nicht benutzt werden kann, ist halt sozusagen etwas, das wieder rausgetrieben werden will. Und das stimuliert daher immer, weil das weil der Körper in Alarmbereitschaft dadurch gesetzt wird, um das halt möglichst schnell wieder rauszutragen. Besonders merkt man das bei Koffein, bei Kaffee,
da ist man ja wirklich sehr stark stimuliert. Und das ist halt einfach ein Entgiftungsmechanismus, weil halt ein starkes Gift kommt, das Koffein, was halt natürliches Gift ist, genau wie der ähnliche Stoff, der auch in Kakaobohnen vorhanden ist, also auch in Schokolade. Und ja, durch die ja, diese Stimulation, die kommt halt einfach daher, dass man ein krasses Gift halt in den Körper reingenommen hat. Und das Gleiche ist auch bei Rauchen so, bei Alkohol. Und deswegen stimuliert sowas stark. Und deswegen hängt man halt auch so stark an unnatürlicher Nahrung, totgekochter Nahrung, weil es halt auch wie eine Droge wirkt, wie halt ein Stimulant. Das ist ja ein anderer Begriff dafür. Und dieser Stimulant ist ziemlich stark. Und Zucker ist halt auch so ein Stimulant. Und da kann halt wirklich mehr Energie bei rauskommen. Aber das kommt dann nicht von dem Zucker selber, dass der Zucker, dieser feste physikalische Stoff, dann sozusagen verbrannt wird. In dieser Verbrennung entsteht Energie, sondern der wird einfach verbrannt, weil er halt wieder rausgetrieben werden will. Damit der Kopf einfach davon loskommt. Und die Energie, die entsteht durch die Stimulation. Nur die Verbrennung von Zucker, die ist halt wie Windkraftenergie, also vergleichbar, dass da halt keine, in Anführungszeichen, Verdauungs- oder Verbrennungsasche bei entsteht. Das heißt, der Körper kann das wieder sauber verbrennen. Es ist eine Art Belastung für den Körper, aber eine sehr geringe Belastung. Und das heißt, das ist halt ein Stimulant, der halt keine langfristigen Schäden anrichtet. Im Gegensatz zu zum Beispiel gekochter Nahrung, die halt immer, ja, zum Beispiel dieses Schleimbildende, was halt immer etwas hinterlässt, ja, das ist dann sozusagen wie mit Kohlekraft vergleichbar. Es stimuliert halt noch stärker insgesamt. Und es ist günstiger und wirtschaftlicher, sage ich mal, für die einzelne Person, sich das zu beschaffen und ist irgendwie, ja, irgendwie stärker und so weiter. Aber es ist halt, dabei verschmutzt man halt sozusagen den eigenen Körper, wie man bei der Kohlekraft halt auch die Umwelt verschmutzt, sage ich mal. Das ist so der Vergleich dabei. Und ja, dieses ATP-System ist halt, wie gesagt, meiner Erfahrung nach ein Stimulationssystem. Man kann aber halt nicht so schnell von diesen ganzen Stimulantien und Drogen halt wegkommen. Das ist halt utopisch für die allermeistens. Da muss man schon so eine Programmierung schon mitbekommen haben, sage ich mal, für diese Inkarnation, für dieses Leben. Und ich denke, dass ich mich persönlich schon in vorigen Leben stark mit solchen Dingen und Metaphysik und so weiter beschäftigt habe. Und deswegen habe ich da halt auch so ein intuitives Wissen zu. Und habe das halt jetzt, studiere das halt jetzt weiter, habe da sehr viel weiter zu studiert. Ja, deswegen ist da halt jeder unterschiedlich. Ja. Das heißt, Zucker ist halt eine gute Quelle, um mehr Lebensenergie zu haben, nur kommt die Energie halt nicht, wie gesagt, selber von dem Zucker. Die zweite Sache beim speziellen Zucker ist halt so, dass der Zucker halt reinigend wirkt, auch nicht im direkten Sinne, sondern es löst einfach im Blutkreislauf Schleim und Schlacken. Also der Körper, der entgiftet nonstop, 24/7. Dagegen kann man auch nicht viel machen, außer die Entgiftung immer zurücktreiben, wie eine Schnecke, kommt dann aber wieder raus. Das kann man nie stoppen und irgendwann endet es dann halt mit dem Tod, weil der Körper dann halt nicht mehr, gar keine Energie und keine Kraft mehr hat, um das alles rauszutragen, wird dann beerdigt von diesen ganzen Giftstoffen. Das nennt man dann halt Tod, das nennt man natürlicher Tod, obwohl natürlicher Tod überhaupt nicht existiert. Und dieser Schleim und diese Schlacken, die kommen dann durch diese ständige Entgiftung, die kommen natürlich in den Blutkreislauf, weil die über den Blutkreislauf dann über die Nieren, aber auch durch andere Entgiftungswege halt rausgetrieben werden. Und dadurch entsteht dann Hunger. Das ist aber wieder ein etwas komplexeres Thema. Diesen Teil, das lasse ich erstmal weg, wie das dann ausgelöst wird. Sonst komme ich hier einfach durcheinander, sonst verhaspel ich mich zu sehr. Also das erzeugt Hunger und das erzeugt auch, dass man halt sich wenig energetisch fühlt, dass man sich halt schlapp fühlt und so weiter. Und das ist dann halt so irgendwie nach 4 Stunden oder so, bis man, 4 Stunden, nachdem man nichts mehr gegessen hat oder ungefähr, oder 6 Stunden, ist ja individuell, fühlt man sich dann halt, ja, ich muss jetzt mal wieder essen, ich habe keine Energie mehr und so weiter. Und das ist halt, weil wir
Immer dann, wenn wir halt nichts essen und ja nichts Neues reinstopfen sozusagen, dann entgiftet der Körper wieder mehr und dadurch wird dann mehr Schleim und mehr Schlacken in den Blutkreislauf eingespeist, um das zu entgiften, und dadurch haben wir natürlich weniger Energie, weil Energie dafür verwendet wird, zu entgiften, und halt der Schleim und die Schlacken halt den Blutfluss hindern und damit halt den Energiefluss blockieren. Und wenn wir dann halt wieder was essen, was dann wieder Gifte nachbringt, ist das natürlich ein Teufelskreis insgesamt. Außer man trainiert halt irgendwie sehr viel oder hat sehr viel Leidenschaft, so dass man dann halt ja das sehr stark kompensieren kann, dadurch, dass man die Kraft, also in der Formel von Eret, so stark erhöht, um das halt zu kompensieren, was aber sehr anstrengend ist. Und auf Dauer trotzdem irgendwann zum Tod wahrscheinlich führen wird, wenn man irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Weil das schon eine ziemlich krasse Sache ist. Und bin gerade irritiert. Kurz nachdenken. Ja, und Zucker, genau, da waren wir. Das ist halt so das Einzige, was halt keine neuen Gifte wieder reinführt. Das wird halt anstandslos verbrannt sozusagen, und der Zucker, der löst halt diesen Schleim und diese Schlacken im Blutkreislauf. Es wird dann, sag ich mal, ja, man kann im übertragenen Sinn sagen, verflüssigt, und es wird halt effizienter rausgetragen aus dem Blutkreislauf. Und weil dann halt der Energiefluss halt wieder besser ist, hat man dadurch dann Energie. Das ist also einmal die Stimulation und einmal der blutreinigende Effekt, warum Zucker Energie gibt. Und das kann auch Zucker sein, der halt von Stärke umgewandelt wird oder auch von Fetten umgewandelt wird. Deswegen kann da natürlich dann auch in noch ineffizienteren Wegen Energie kommen. Und der effizienteste wäre halt, ist halt, die Energie ist halt immer da. Und die Energie selber zu erhöhen, durch halt Freude, durch die Natur, durch das halt sozusagen, was man als Nichtnahrung bezeichnet, weil man das halt, weil das halt so feinstofflich ist, dass man das nicht anfassen kann, sage ich mal. Und der nächstbeste Weg ist halt so Zucker, so Frutariatum und so weiter. Aber man muss das natürlich nicht mit Frutariatum verbinden. Man kann den Zucker auch halt so in seiner normalen Ernährung einbeziehen. Und ja, das ist auf jeden Fall, deswegen finde ich halt diesen Aspekt von Zucker halt so stark wichtig. Also ich merke das halt immer wieder, habe ich auch heute wieder gemerkt, wenn ich dann, wenn ich irgendwie total mies drauf bin und so weiter, oder vielleicht mich sogar depressiv fühle, und dann trinke ich dann irgendwie einen Saft. Ach, eine Taube. Dann trinke ich dann irgendwie einen halben Liter Saft oder sowas. Muss ja nicht im ganzen Zug sein oder so, sondern vielleicht mal auch 10 Minuten warten oder eine Viertelstunde und dann die andere Hälfte des Saftes trinken. Dann irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde hinlegen, das aus dem Magen kommen lassen, dass es verdaut ist. Und danach fühlt man sich halt so glücklich und so frei und toll einfach. Das ist halt echt krass, und das möchte ich halt echt weitergeben, weil das kann einem wirklich sogar aus Depressionen raushelfen, sowas. Das ist echt krass. Also dieser körperliche Reinigungsaspekt ist eigentlich ein sehr, sehr essentieller und hängt sehr stark auch mit der Psyche zusammen und kann der Psyche helfen. Ja, dann beende ich mal das Video heute hier.